Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Chef Life Restaurant Simulator. So, was haben wir für Aufgaben, Herausforderungen? 6 Schichten mit einer Mindestbewertung von 75, 2 Schichten mit Dekoration des Typs Izakaya. Okay, und das ist Dekoration Izakaya. Gastraum, was ist Izakaya? Das ist, was haben wir hier, V? Bon Appetit, ne, zurück zum Katalog. Das ist Bistro, Trattoria. Modern. Izakaya war das. Das Trattoria? Bistro? Das hatten wir doch letztens schon mal, oder? Modern. Das ist das, ne? Izakaya, genau. Müssen wir das wieder machen? Da hatten wir aber schon einiges geholt. Das müssen wir nur, glaube ich, wieder ausrüsten. Also, ich muss das hier noch umstellen. Ich könnte aber gerade mal das Essen bestellen. What do you need? So, wir brauchen 20 davon. 5 davon, 18 davon und 15 hiervon. Consider it done. So, dann können wir uns um den Izakaya-Typ kümmern. So, hier. Achso, ich muss ja den Baumodus auswählen. So. Gab's da eine? Jawohl. Da hatten wir auch. Was haben wir hier? Die haben wir noch. Sehr gut. Tisch. Haben wir auch noch. Platzdecken hatten wir keine. Tischdecken auch nicht. Ja, das Besteck müssen wir halt wieder auswählen. Das fand ich nicht so schön. Da hey hatten wir Chef, keinen. Just leaving your delivery here. Danke. Da hatten wir, glaube ich, auch nichts. Ne. Deko gab es keine. Die Schränke hier aber. Machen wir mal so einen hin. Hier. Na. So. Und hier. Achso, da gab's nichts. Aber statt der Uhr konnten wir noch was hinmachen. So. Okay, hätten wir. Den verlassen wir. So, dann gucken wir mal. Müssen wir eigentlich noch was kochen? Wahrscheinlich, ne? Schauen wir gleich mal. Besorgen wir erstmal das Essen.
oder die Zutaten vielmehr. So, das haben wir schon mal erledigt. Ja, gefüllter Tintenfisch, Jakobsmuscheln, Zucchini. Muss ich aber gerade mal gucken, was wir denn kochen können. Nicht genug Übung. Feinschmeckerküche, Gemüse-Carpaccio, das haben wir aber. Bistronomie-Küche. Feinschmeckerküche haben wir auch. Das ist das Wichtige, glaube ich, was wir brauchen. Nochmal Feinschmeckerküche, das haben wir aber auch. Haben wir noch mehr Feinschmeckerküche? Ja, großes Tofu. Das sollten wir machen. Chilischote, Tofu, Knoblauch. Chilischote, Tofu und Knoblauch. Chilischote, Knoblauch. Tofu kriegen wir wahrscheinlich nicht hier, ne? Den kriegen wir, glaube ich, hier. Mozzarella, Tofu. So, was machen wir denn damit eigentlich? Schneidebrett. Geschnitten, gewürfelt, gehackt. Geschnitten, gewürfelt, gehackt. So, den würfeln wir. Geschnitten, haben wir auch nicht viel Auswahl. Gehackt ist richtig. So, dann haben wir das Gericht nämlich auch gekocht. Olivenöl und alles in die Mischdings da. Olivenöl holen wir noch. Müssen wir das würzen. Salz, das da und das da. Was könnte das sein? Der Zimt war das, glaube ich. Ah, irgendwas Rotes. Können aber auch Kreuzkümmel gewesen sein. So, Mischpfanne. So. Würzen. Was brauchen wir? Es fehlt viel Salz. Also da können wir schon mal mindestens zwei von hin tun. Rote Chiliflocken und Kreuzkümmel. Nicht genug Kreuzkümmel. Perfekt. So. Was machen wir damit? Okay, ab in die... Hey, how's everything? Hi. Ab in die Dings. So, grüne Tomate, Zucchini, Gurke. Tomate würfeln, alles würfeln. Grüne Tomate, Zucchini und Gurke. Grüne Tomate. Und dann noch die Zucchini. Alles würfeln. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Geht nur würfeln. Auch die würfeln wir. Und auch die geht nur würfeln. Was haben wir denn? So, alles pürieren und mit Salz würzen. So, da brauchen wir Salz, viel Salz.
Perfekt. Okay. Dann brauchen wir Brot und müssen da Semmelbrösel im Mixer draus machen. Our customers will be blown away today, believe me. Ja. Semmelbrösel. Müssen wir auch würzen. Getrockneter Oregano. Getrockneter Oregano. So. So, haben wir auch. Gemüsesuppe in Marinade. Das heißt, wir brauchen frische Minze. Einmal frische Minze. Our kitchen will run like clockwork today. I'm looking forward to starting. Was mussten wir mit der Minze machen? Zucchini, pürierte Gurken, Zucchini-Suppe, Gemüsecreme und frische Minzblätter. Achso, da müssen wir frische Minzblätter draus machen auf einem Schneidebrett. Und dann braucht... Hey, ich würde heute gern auf den Markt gehen. Einer meiner alten Lieferanten. Ja, mach das. Klar, gerne können Sie das übernehmen. Danke, Chefin. Ich werde mich beeilen. Kein Stress. So. Dann brauchen wir noch diese Gemüsecreme. Da haben wir heute auch schon wieder nicht das Problem, wer derjenige ist, der spülen muss, weil das sind dann wir. So, das Ganze kommt auf Pfeffer brauchen wir da noch. Pfeffer. Ein Blech. Das machen wir, glaube ich, hier. So, jetzt können wir würzen. Es fehlt viel Salz und es fehlt viel Pfeffer. Nicht genug Pfeffer. So. Auch in den Kühlschrank. Can't wait to get cooking. Ja, das glaube ich. So. Das da Semmelbrösel Mehl müssen wir mischen. Das marinierte Tofu, Semmelbrösel und Mehl. Dann holen wir gerade mal Mehl. Einmal Mehl. Wo haben wir es denn da? So. Haben wir. Das geht in die heiße Bratpfanne und muss gewürzt werden mit Pfeffer. Heiße Bratpfanne. Muss heiß sein. Und dann müssen wir es mit Pfeffer würzen. Was haben wir danach sonst noch? Dann müssen wir die marinierte grüne Suppe müssen wir pürieren.
So. Können wir gleich mal noch würzen. Nochmal schwarzer Pfeffer. Great looking menu today, Chef. Ja, finde ich auch. Also. So, dann können wir gerade das holen. Die können wir kurz pürieren. Das läuft nämlich sehr schön nebenher. Ja, das dauert noch ein bisschen. So, die haben wir. Was brauchen wir dann noch? Ah, dann wird angerichtet. Okay, das ist ja easy. Sehr schön. Nur noch anrichten und fertig ist die Laube. So, und dann kriegen wir so langsam aber sicher unsere Speisekarte fertig, dass wir Jiro noch hochleveln können. Sehr schön. Okay. Einmal Jiro noch leveln und dann, ja, denke ich, höre ich auch so langsam auf mit den Folgen. Den will ich aber gerne noch aufs Maximallevel bringen und danach müsste ich höchstens mal gucken, was dann eventuell noch ansteht. Aber ich denke, dann sind wir auch weitestgehend durch. Geht ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ne? So. I'll be at the top of my game today. You can count on it. Ja, danke. Sie ist am Putzen. Jiro ist auf dem Markt. Das ist gut. Jetzt gucken wir gerade mal, wie hier die Profilteam. Ihm fehlt hier das Ding noch. Und dann haben wir das aber auch fertig. Profil. Wir haben Level. Mit Adele befreundet. Mit Horace. Mit Kasim. Camellia. Cooking Lab. Ja, okay, wir sind Stufe 28. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Zeitraffer. Und gucken mal, dass wir hier loskochen, ne? Genau. Kochen, kochen. Ja, genau so. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.